So, es sieht zwar aus wie ein Regalvideo, ist es aber nicht. Es ist unser Lesejahr 2012, das wir jetzt in dieser Form abdrehen wollen, weil einfach so viel zusammengekommen ist, dass es uns am einfachsten erschien, es jetzt so zu machen. Es ist zwar nach dem ABC sortiert, aber jetzt nicht hundertprozentig. Also nicht wundern, wenn mal der eine Autor vor dem anderen steht und so weiter und so fort. Ja, aber wollen wir doch jetzt gleich beginnen, denn es sind viele, viele Bücher zusammengekommen. Und ja, jetzt wollen wir noch mal alle durchgehen, die wir letztes Jahr gelesen haben. Ja, und anfangen tun wir mit Ben Aronowitsch, Die Flüsse von London. Das Buch auf den ersten Blick hat mich das sehr angesprochen. Das Buch ist auch gut geschrieben, nur ich kam mit diesem Hauptcharakter, mit dem Police Constable Peter Grant nicht so klar. Ich mochte das nicht, wie er seinen Hund behandelt hat und weiß ich nicht. Also sein Chef liegt mir da wesentlich mehr. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten Band noch lesen werde, aber es geht um London, es geht um die Götterwelt. Es ist auf alle Fälle lesenswert. Also der zweite Band liegt auch schon auf dem Sub, Stimmt. aber ja, die Frage ist, wird man es lesen oder nicht? Dazu gibt es aber auch eine Buchvorstellung, die unten verlinkt ist. So, und das nächste Buch ist Gil Adamson, Hilf mir, Jacques Cousteau. Auch hier das Cover super witzig. Ich hatte mir da auch sehr viel von versprochen. Ich kam aber mit dem Buch irgendwie überhaupt gar nicht klar. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich habe es zwar zu Ende gelesen, aber es ist auch nicht besonders in meinem Gedächtnis hängen geblieben, außer dass ich das Ganze fürchterlich abgedreht fand und gar nichts damit anfangen Und dabei konnte. mögen wir eigentlich abgedrehte Bücher und abgedrehte Familien, aber diese Familie war leider ein bisschen zu abgedreht. So, dann kommen wir zu Tante Semra im Leberkäseland von Lale Agün. Und ja, dazu gibt es auch schon eine Buchvorstellung. Und ja, es hat uns super gut gefallen. Wir werden auch garantiert noch mehr von ihr lesen. Es gibt ja noch Kebab-Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ich Tante Semra geht, irgendwie Politik, irgendwas, ob ich das lesen muss. Aber das Kebab-Weihnachtsbuch, das wird dann wohl doch noch dieses Jahr vielleicht sogar zu Weihnachten gelesen werden. Ja, auch im Nachhinein war das ein richtig, richtig gutes Buch, weil innerhalb eines Jahres ändert sich ja auch schon mal so die Sicht auf Bücher. Aber auch hier kann ich weiterhin sagen, eine absolute Empfehlung von mir. Mar, was sagst du? Ja, mir hat es auch gut gefallen. Es war eben mal ein schöner Blick so, ja, in das Wohnzimmer vielleicht unserer türkischen Mitbewohner oder ja, Mitbewohner hört sich jetzt ja auch ein bisschen doof an. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir interessieren uns ja immer für andere Kulturen unheimlich. Und wie ist das, wenn man hier nach Deutschland kommt und wie komisch wirken wir auf andere? War ein super Blick. Hat mir gut gefallen. So, dann haben wir hier von Ayat Akta Himmelssucher. Ja, dazu muss ich auch noch eine, also ich komme wohl nicht drum herum, dazu muss es noch eine Buchvorstellung geben, aber ich komme im Moment weniger zum Drehen. Wird jedenfalls noch nachgeliefert, weil dieses Buch war eins meiner Jahreshighlights. Ja, es geht um den Glauben, es geht um den Koran, es geht um eine Familie. Es ist einfach toll geschrieben. Es hat mir so, so super gut gefallen. Es war wirklich ein ganz besonderes Buch für mich, das ich mit Freuden gelesen habe. Und ja, guckt es euch einfach näher mal an. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich noch eine Buchvorstellung dazu geben. So, dann haben wir hier Cecilia Ahern. Ich schreibe dir morgen wieder. Eigentlich muss man zu Cecilia Ahern gar nicht viel sagen. Wenn man sie mag, dann mag man sie und dann liest man das eine Buch nach dem nächsten. Und hier geht es halt um ein Tagebuch. Und in diesem Tagebuch steht ja immer die Geschichte, was ihr am nächsten Tag passieren wird. Und da tauchen dann schon mysteriöse Sachen auf. Und ja, es ist auch meiner Meinung nach gut für Jugendliche, weil es auch eine jugendliche Protagonistin hat. Und ich finde, das kann durchaus eine Jugendliche lesen. Es ist fast wie ein Jugendbuch, wenn es nicht auch mal. Ja. So. So, ja, genau, ich Du bist dran. göttlich verloren von Josephine Angelini. Auch hierzu gibt es eine Buchvorstellung bereits. Und
Es hat mir besser gefallen als Band 1 noch. Da waren einfach Charaktere wie Morpheus und Hades und Persephone, die mich völlig in ihren Bann ziehen konnten. Mar liest gerade Göttlich verdammt, Teil 1. Und ja. Ich bin ja gespannt, ob sie jetzt auch sich in die Reihe verliebt. Natürlich muss ich den letzten Teil dann auch lesen. Wie gesagt, der zweite Band, ich fand ihn noch besser als der erste. Und das ist natürlich ein traumhaft schönes Cover. Das muss man natürlich auch noch mal sagen. Ja, es sind einfach traumhaft schöne Bücher, also auch rein optisch. Ich glaube, du hast gerade jemanden nach hinten gedrängelt. Nein, ich glaube nicht. Doch, dahinter müsste jetzt Angel Burger stehen. Dann holen wir den Herrn Angel Burger. Das Fader schlägt zurück. Nein, er versteckt sich hinter den anderen Büchern, aber das muss er eigentlich gar nicht. So, das ist der zweite Band. Mittlerweile ist auch schon ein dritter erschienen. Ich werde die Serie jetzt, also die Buchreihe jetzt nicht weiter verfolgen. Es fängt ja alles an mit Yoda, ich bin alles, ich weiß. Ja, es ist mir da zu jugendlich. Also das ist jetzt wirklich für Jugendliche geschrieben. Das ist jetzt kein All-Age-Buch überhaupt, wo ich jetzt sagen würde, das kann auch gut ein Erwachsener lesen. Es geht wirklich um Jugendprobleme und wie gesagt, ich habe mich jetzt mit diesem Buch daraus verabschiedet. Dafür bin ich jetzt einfach, oder ich komme mir im Moment zu alt vor. Das kann natürlich auch sein. Ja, du kommst in die Jahre, meine Liebe. Ja. So, wir beide irgendwann, Jay Asher und Caroline McLear. Das war ja ein Buch, was wir zusammen gelesen haben. Hat mir wahrscheinlich besser gefallen als dir. Obwohl wir beide auch der Meinung sind, es ist nicht unbedingt ein Jugendbuch. Ich glaube, wenn man etwas älter ist und die Anfänge vom Internet miterlebt hat, dann kann man dieses oder hat man noch eine ganz andere Sicht auf dieses Buch. Außerdem denke ich, es ist wirklich ein Buch, wo man schon ein paar Jahre auf dem Buckel braucht, um überhaupt die ganze Emotionalität dahinter zu verstehen, zu greifen. Ich weiß nicht, als Jugendliche hätte ich damit wohl weniger anfangen können. Heutzutage fand ich es ganz gut, obwohl mir der Hauptcharakter Emma so fürchterlich auf die Nerven gegangen ist. Ein wirklich selten doofes Ding. Ja, sie ist ein bisschen sehr selbstsüchtig und sehr auf sich selbst bezogen. Ja, also ich fand es nicht so, sondern also ich fand es zwar sehr, sehr gut und ich habe auch viel über mein eigenes Leben reflektiert während des Lesens, aber letztlich hat mich Emma total abgenervt und das war auch einer der großen Kritikpunkte, aber das Buch hat sich so weggelesen. Also am Ende des Kapitels wollte man eigentlich wissen, wie es weitergeht. Aber auch dazu gibt es eine Buchvorstellung unten. Ja, jetzt kommen wir zu einem vom Mars Highlights. Also das war ein Buch, über das sie heute auch noch sehr, sehr viel spricht und das sie immer wieder gerne empfiehlt. Von Trisha Ashley, Schokoladenzauber. Und dieses Buch hat alle Elemente, die ich gerne mag. Das englische Landleben, ein Dorf, verschrobene Charaktere, etwas Magie, obwohl nie so ganz sicher ist, gibt es wirklich Magie oder bildet man sich das Ganze nur ein. Eine zauberhafte Liebesgeschichte wurde auch noch mit rein verpackt und es gibt ganz viel Schokolade. Also ein ganz tolles Buch. So, dann habe ich hier von Brody Ashton, Ewiglich die Sehnsucht. Sieht ja auch toll aus mit dem Granatapfel. Das Buch habe ich auch sehr, sehr gerne gelesen. Aber jetzt im Nachhinein bin ich einfach raus. Der zweite Teil, den gibt es jetzt ja mittlerweile auch schon. Den werde ich jetzt aber nicht mehr lesen. Ihr findet dazu aber auch schon eine Rezi im Netz. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum das diese warum das so taschenbuchmäßig aussieht, das ist, weil es ein Leseexemplar ist. Oettinger schickt die Leseexemplare gerne so raus. Also nicht wundern, ich glaube Night School, Night School hat auch dann dieses Taschenbuchformat, obwohl es im Handel nur gebunden erhältlich ist. So, dann haben wir eine meiner Lieblingsserien von Nancy Atherton, Tante Dimity und das verhexte Haus. Und ich muss sagen, auch dieser Band hat mich jetzt wieder total überzeugen können. Ich weiß nicht, ob es Teil 14 oder 16 oder so ist, aber ich werde der Reihe auf alle Fälle treu bleiben. Man ist jetzt irgendwie mit dem Leben von Tante Dimity, so doof sich das anhört, irgendwie ein bisschen verwoben. Man kennt die ganzen Dorfbewohner, man sieht die Zwillinge oder man liest, wie die Zwillinge heranwachsen. Und das hat irgendwie schon so seinen eigenen Charme, obwohl in den Büchern ja nicht wirklich riesig groß was ist. So ein kleiner Tipp, wenn ihr da rankommen wollt. Die ersten drei Bücher gibt es, glaube ich, bei... Lanvalet. Meine ich, werden die erschienen? Ja, ich glaube. Ansonsten gibt es nur Clubausgaben, aber Clubausgaben könnt ihr bei Zeilenreich kaufen. Ja. Aber ich glaube, da gibt es auch nicht mehr alle Dimity-Bücher. Also es ist wirklich ein kleines Wettrennen, die zu haben, zu horten und so weiter. Ja, ich muss auch noch unbedingt den neuesten Teil haben und da muss ich mal sehen, dass wir mal wieder zu Zeilenreich kommen. Weil ich glaube, die nehmen die auch immer wieder aus dem Programm raus. Das
weiß ich jetzt nicht so genau. Michelle Bartsley, die Hexe von Nevermore, war auch ein sehr, hat mir auch sehr gut gefallen. Hexen, Zauberer, Magie, ein Dorf. Du hättest es aber besser gefunden mit weniger Sex. Genau, Szenen. War mir ein bisschen sehr sexlastig. Vor allen Dingen fand man den Sex unlogisch. Ja, so kann es gehen. Sex kann auch unlogisch sein. Das Albtraumreich des Edward Moon habe ich eigentlich auch sehr gerne gelesen. Sehr skurrile Charaktere, düstere Atmosphäre. Wer so etwas mag, der sollte sich das auf alle Fälle mal genauer anschauen. Also es schneidet auch in Großbritannien besser ab als in Deutschland. Also entweder liegt das an der Übersetzung, aber von der Idee und eigentlich von der Geschichte ist das Buch schon sehr interessant. Also man mochte es gerne. Ja. Punkt. So, dann haben wir hier Nicolas Barrault, eines Abends in Paris. Fand ich, Nicolas Barrault, ob er das jetzt selber geschrieben hat oder jemand anderes, die Diskussion wollen wir gar nicht erst wieder anfangen. Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Es handelt von einem alten Kino. Es gibt auch einen Charakter, der ähnelt doch verdammt Woody Allen. Hat mir super gut gefallen. Ein sehr, sehr schönes Buch. So, und da kommen wir jetzt zu Dave Barry, Peter und die Sternenfänger. Und dieses Buch ist sehr, sehr schön. Es ist vor allen Dingen richtig toll aufgemacht. Es hat noch innen drin tolle Zeichnungen. Und ich will auch Teil 2 haben. Ich glaube, es gibt 3 Teile. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde es jedenfalls weiterverfolgen und weiterlesen. Das ist die Geschichte von Peter Pan, wie er nach Nimmerland kommt. Aber sie ist völlig anders erzählt. Also Captain Hook ist anders. Es ist ein völlig neuer Blickwinkel drauf gekommen. Und ja, es hat mir gut gefallen, auch wenn es zwischenzeitlich ein bisschen eklig war. Also Leute mit einem Magen, die sehr magenempfindlich sind, wenn Maden und sonstiges Gedöns gegessen werden sollten, also das vielleicht dann lassen. So. Dann kommen wir zu Nicole Basel und Marieke Frick, glaube ich, wenn ich das jetzt so richtig sehe von hier. Tapas zum Abendbrot, wie man eine internationale Beziehung überlebt. Ja, dieses Buch habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Ihr findet auch unten eine Dings da drin, also eine Besprechung unten. Und ja, dieses Buch hat mir gut gefallen, mein Gott. Jetzt verhaspel ich mich dauernd. Es sind unheimlich viele gute Infos, witzig und amüsant verpackt. Also es ist nicht staubtrocken, obwohl es ja eigentlich Fachlektüre ist. Ja. So, Florian Beckerhoff, Karl Konrads heimliches Afrika. Das Cover ist schon mal ganz witzig und die Idee dahinter eigentlich auch. Es handelt von einem Mann, der sich überlegt, er baut sich sein eigenes kleines Afrika auf. Mark konnte es nicht begeistern, ihr hört es, sie kommt ins Schwimmen, nein. Ja, also es war für mich jetzt nicht so, dass ich sage, dieses Buch würde ich nochmal lesen oder ich würde es euch jetzt besonders ans Herz legen. Schade eigentlich, die Idee war wirklich gut, die dahinter stand. Also Mark hatte sich auch beim Lesen ein- oder zweimal überlegen, es sogar abzubrechen. Also das ist also nicht so unbedingt ihrs gewesen, aber das ist ja auch eine Sache des Humors. So, und dann habe ich hier von Louis Bagley oder Badgley, wie auch immer, Schmidt. Und das Buch wurde ja verfilmt mit Jack Nicholson in der Hauptrolle. Den Film kennen wir noch nicht. Kennen wir noch nicht. Das Buch ist eigentlich gut zu lesen, aber letztendlich kann ich nicht sagen, das hat mich jetzt von den Socken geworfen, ob ich es jetzt gelesen hätte oder nicht. Lassen wir es mal wieder im Regal verschwinden. So, dann kommen wir zu David Benedictus Puderbär, Rückkehr in den 160 Morgenwald. Das habe ich mal zum Geburtstag geschenkt. Und ja, es war leider nicht so gut, wie wir erhofft haben. Obwohl die Zeichnungen wirklich super süß sind. Ja, die Zeichnungen sind wieder toll, aber die Geschichten, ich weiß nicht, das Original hat irgendwie mehr Charme. Ich kann auch nicht sagen, so den Finger drauflegen und sagen, genau daran hat es gehapert. Es war einfach nicht so gut wie das Original. Aber okay, was erwartet man, wenn man so etwas liest? Ja. So, Ellen Bennett, die souveräne Leserin. Und auch das ist eins meiner Jahreshighlights. Also ja, da habe ich mich amüsiert. Ich fand es super gut. Es ist ein ganz, ganz zartes, kleines Büchlein.
Aber es ist einfach nur toll. Also es geht um, oder es handelt von der Queen. Wie man ja unschwer sehen kann. Ja, die ihre Leseleidenschaft entdeckt. Und dadurch, dass sie jetzt ans Lesen kommt, obwohl sie ja eigentlich nur höflich sein wollte und sich mal so ein Buch ausgeliehen hat, irgendwann kommt sie nicht mehr von den Büchern los. Das ist dann ihre Droge und sie kann nicht mehr aufhören. Und es sind die ganzen Staatsempfänge und so weiter. Es nervt sie ab, weil sie möchte eigentlich nur wissen, wie es mit ihren Büchern weitergeht. Und plötzlich fragt die Queen dann immer die Leute, was haben sie jetzt letztes gelesen? Die Leute wissen überhaupt nicht mehr, wie sie darauf reagieren sollen. Es ist also ein richtig tolles Buch. Es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. So, dann haben wir hier Salvador und der Club der unerhörten Wünsche. Unerhörten Wünsche? Ist es das? Ich habe hier immer so komische Sachen drauf. Also hier so Kamerazeile, ist ja auch egal, was ich hier sehe. Deswegen kann ich die Sachen kaum lesen. Dieses Buch ist eine Sammlung an Kurzgeschichten letztlich. Ich möchte nicht sagen, dass ich alle verstanden habe, aber irgendwie hat es mir doch gefallen. Es hat mir vor allen Dingen die Idee gefallen, dass da am Flughafen ein Mann sitzt, der den Leuten, die warten, immer mal gerne eine Geschichte erzählt. Und über fast jedes Reiseziel hatte er eine Geschichte. Und ja, alleine die Idee, dass es solche Menschen gibt, die das Warten auf einen Flug versüßen, allein das fand ich irgendwo schon toll. Aber wie gesagt, es sind eine Aneinanderreihung von teilweise recht weirden Kurzgeschichten. So, dann haben wir von Rita May Brown, Schade, dass du nicht tot bist. Und das hört sich ja schon mal richtig gut an. Es ist ein ganz süßer Krimi. Eine Katze spielt eine riesengroße Rolle. Diese Katze hat auch noch einen Freund, das ist ein Hund. Und es gibt noch einen richtig fetten Kater. Und die drei zusammen sind ein gutes Team, wenn es darum geht, Krimifälle und Morde aufzulösen. Sie müssen ihre zweibeinigen, manchmal etwas stutzigen begriffsstutzigen Herrchen und Frauchen dann doch mal da auf die richtige Spur schubsen. Hat mir gut gefallen. Ma hat sich richtig verliebt in die Reihe, sind wir ehrlich. Und da werden auch sicherlich jetzt bald noch weitere Bücher folgen, sofern wir jetzt irgendwann mal wieder dazu kommen, unseren Sub aufzustocken, weil es im Moment ist Subabarbeitungsphase. Wir haben im letzten Jahr nämlich so viel angehäuft. Es muss jetzt erstmal weg.